5.400 Euro zusätzliche Rentenzahlungen gibt es am 31. Mai 2024 für alle gesetzlichen Rentner. Und der Bundeskanzler hat diese Zahlungen freigegeben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich kann mich doch wirklich nur noch freuen. Morgen ist der große Rentenzahltag für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Zusätzlich zur gesetzlichen Rente gibt es auch noch 5.400 Euro für Sie alle. Das ist doch irre. Ein warmer Geldregen wird über Sie hineinbrechen. Das ist das Lotto, das Jahrtausendereignis, was es im Internet, was es gegeben hat für Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Ihnen wird es ab morgen allen gut gehen. Sie können sich die teuersten Sachen kaufen und es wird alles schön in Ihrem Leben. Meine Damen und Herren, ich habe heute am 30. Mai 2024 eine Mail bekommen von einem besorgten Kunden, der mich auf eine Internetseite hingewiesen hat. Und zwar, ich zeige Ihnen das mal auf diese Seite von YouTube. Senioreneinkommen, @Senioreneinkommen. Also wenn Sie in YouTube reingehen und Sie sehen, dann können Sie dort, geben Sie dort bitte ein @Senioreneinkommen und dann können Sie sich einfach mal diesen ganzen Spaß da angucken. Ich will es Ihnen gleich sagen, es ist absoluter Unfug und auch Blödsinn, was hier behauptet oder veröffentlicht wird. Wir gucken uns das hier einfach schon mal an. Ich will Ihnen das einfach nur zeigen und ich sage Ihnen dann auch, was Sie da am besten gegen diese Fake News tun können. Selbstverständlich wäre es vielleicht sogar ganz gut, dass man sich diesen, ich sag's jetzt mal, diesen Unfug, diesen Schrott überhaupt gar nicht anschaut. Aber ich denke mal, Sie werden gleich verstehen, wo die Gefahr eigentlich in dieser ganzen Geschichte liegt. Nämlich, das kann hier alles KI gesteuert sein, denn das ist nämlich nicht die einzigste Seite, die hier solche Dinge veröffentlicht. Schauen wir uns das mal an, was hier vorgetragen oder behauptet wird. Hallo allerseits und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn Sie Rentner oder Senior sind und Leistungen aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung, bekannt als gesetzliche Rentenversicherung, erhalten, dann ist dieses Video ein Muss für Sie. Ich habe unglaublich aufregende Neuigkeiten zu teilen über drei bedeutende Zahlungen in Höhe von insgesamt massiven 5.400 Euro, die am 31. Mai dieses Jahres auf Ihrem Konto eingehen werden. Genau. Ja, also Sie hören, am 31. Mai diesen Jahres werden 5.400 Euro auf Ihrem Konto eingehen. Es ist also völlig unglaublich. Sie hören es ja auch schon selber, dass es eine elektronisierte Stimme ist und ich glaube, dahinter steckt eine KI-generierte Werbung oder wie auch immer geartete Geschichte. Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, wer das hier, also wer sich hier da diese Mühe gibt. Ich sehe auch im Impressum hier nichts, wer dahinter steckt. Also eine ganz interessante Geschichte, die wir hier haben als wirkliche super Fake News Seite. Und ich zeige Ihnen auch mal, wie die Kommentierungen dazu sind. Ja, hier sehen Sie es auch. Was soll das? Habt ihr nicht Besseres zu tun, als die Rentner zu verarschen? Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so wiedergebe. Solche Lügner haben hier nichts zu suchen. Warum belügt ihr die Rentner und schürt unsinnige Hoffnung? Niemals abonnieren. Völliger Schwachsinn, was hier verbreitet wird. YouTube, naja gut, YouTube als Plattform verbieten, würde ich jetzt mal nicht so sehen. Wer glaubt denn das? Und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, Sie sehen auch, was hier verbreitet wird, ist schlicht und ergreifend einfach nur Unfug. Ja, ich zeige Ihnen gleich noch eine andere Seite, Hallo zusammen und willkommen die zurück auf meinem da Kanal. schon Heute habe hier ich mit äußerst. im Boot ist. Und zwar haben wir hier schon wieder die nächste neue Seite, die nennt sich Bullion Trends. Und die verbreiten auch solche Nachrichten, aber ähnlich wie die Seite von der Seite, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Also das ist also wirklich von dieser Seite hier. Ja, und jetzt knallen natürlich hier unglaublich viele Nachrichten ein, dass hier Sonderzahlungen geleistet werden und so weiter. Also bitte gehen Sie da nicht drauf. Und wenn Sie drauf sind, können Sie Folgendes machen. Ja, Sie gehen also hier mal drauf. Hallo zusammen und Und willkommen. dann schalte ich das mal einfach aus, den Ton aus, weil ich mir das gar nicht anhören möchte. Und dann können Sie selbstverständlich hier auch eine Funktion.
vornehmen, und zwar hier das Melden. Ja, also Sie können bei YouTube praktisch jetzt melden, was Sie gegen diese Seite haben. Ich habe das also schon hier unter diesem, Sie können sich hier aussuchen, was hier drin steht. Ich würde es auf jeden Fall tun an Ihrer Stelle, und ich habe jetzt hier mal ausgesucht, was die hier machen. Und zwar bin ich hier unter irreführende Texte gegangen. Ja, habe das mal ausgesucht, irreführende Texte, weiter. Und dann können Sie hier noch Zusatzinformationen geben und können reinschreiben, was hier falsch ist. Ich habe das heute schon getan. Das würde vielleicht auch helfen, solche Seiten zu unterbinden. Meine Damen und Herren, damit eins ganz klar ist, ja, eingangs meines Videos habe ich natürlich ein bisschen Trara gemacht und habe die Hände hochgerissen. Das ist natürlich alles Blödsinn. Es gibt keine 5.400 € Sonderzahlung für unsere Rentnerinnen und Rentner ab dem zum 31. Mai. Es wäre natürlich toll, wenn es eine Art Inflationsausgleichsprämie gäbe, aber alles, was da im Internet verbreitet wird, ich habe es Ihnen ja gerade genannt, sind schlichtweg Fake News, irreführende Texte, und das muss letzten Endes gelöscht werden von YouTube. Ich hoffe, dass die das auch machen, aber Sie selbst können auch dafür sorgen, dass solche Informationen rausfliegen, indem Sie einfach YouTube das melden und dann versuchen, diese ganze Geschichte hier rauszukriegen. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Nichts mit 5.400 € und auch der Kanzler hat es nicht freigegeben. Der Kanzler darf gar nicht über die Zahlungen der deutschen Rentenversicherung disponieren und er kann sich auch nicht hinstellen und kann einfach mal locker über 100 Milliarden Euro, das wäre es nämlich 5.400 mal 21 Millionen, da kann ich praktisch über 100 Milliarden Euro einfach mal aus dem Staatshaushalt rausnehmen und darüber frei disponieren. Das ist auch rechtlich nicht möglich. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Fake News allen halben. Leider ist das nun so im Internet. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine rentenstarke Woche. Lassen Sie sich von diesem Unfug im Internet über YouTube nicht verrückt machen. Es gibt keine Sonderzahlungen außer Ihrer Rente. Das ist ja keine Sonderzahlung, sondern die entsprechenden monatlichen Rentenzahlungen. Ciao, Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.